Irgendwas muss bei uns ja immer los sein. Ihr fragt euch sicherlich, wo stehe ich gerade? Ich stehe quasi auf unserem Carportdach. Vielleicht sieht man es hier so ein bisschen. Und irgendeine Idee, um Blödsinn zu machen, haben wir ja immer. Also, ich stehe hier und wir haben vor, unsere Solarpaneele zu reinigen. Wir haben in den letzten Jahren, seit wir das Ganze aufgebaut haben, 2017 war das gewesen, bis jetzt 2022, einfach festgestellt, dass der Ertrag unserer Solaranlage Stück für Stück gesunken ist. Wir gehen einfach davon aus, dass unsere Solarpaneele sehr, sehr schmutzig sind. Wir haben die in den ganzen 5 Jahren nie gereinigt. Das sind nicht ganz 5 Jahre, aber 4,5 Jahre. Die Solarpaneele wurden nie gereinigt. Also das haben wir jetzt heute vor. Dazu muss jemand aufs Dach. Und ob ich das sein werde, das möchte ich mal bezweifeln. Das wird wahrscheinlich Marisas Vater machen. Der ist da deutlich sicherer. Ich habe wirklich Höhenangst und Leitern sind nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung, hochzusteigen. Aber wir haben im Grunde die perfekte Ausstattung hier. Ich zeige euch das gleich. Ich filme das extra ab. Wir haben zur Reinigung unseres Terrassendaches, das zeige ich euch auch mal kurz, das kann ich ja von hier aus gut machen. Also von diesem Terrassendach, wo jetzt gerade die Markise drauf ist, das ist ein Glasdach, da haben wir uns schon mal so ein Reinigungsset besorgt. Das filme ich euch. Das ist ein bis zu 10 Meter ausziehbarer Stab. Da haben wir uns wirklich verkalkuliert. Das braucht kein Mensch. 10 Meter ausziehbar. Also falls ihr sowas vorhabt, bestellt euch das nicht. Macht 7 Meter, macht vielleicht sogar nur 5 Meter. 10 Meter haltet ihr nicht. Da könnt ihr überhaupt keinen Druck mehr aufbauen. Das heißt, am besten sind so ja, 4 Meter, 5 Meter. Das kann man noch ganz gut bedienen. Und an diesem Stab, da kann man dann eben unterschiedliche Utensilien befestigen, sei es eine Bürste oder jetzt wie in unserem Fall quasi ein Fensterreiniger und das Ganze noch mit einem Schlauchanschluss. Schlauch war mitgeliefert, so dass man das schön an Wasser anschließen kann und dann eben reinigen. Wir machen das Ganze aber ohne Seife oder ähnliches, einfach nur mit Wasser. Wir wollen einfach nur versuchen, so den groben Schmutz von den Solarpaneelen runterzubekommen. Das bedeutet also jetzt, ich warte, bis Marisas Vater kommt. Ich gehe mal so ein bisschen aus der Sonne, damit es nicht ganz so hell ist. Ich warte, bis Marisas Vater wieder da ist mit der Leiter. Hier aufs Carportdach, da kommt man mit unserer Leiter. Aber von hier nach oben bis zum, ich weiß nicht, hat man es gesehen? Ja. Bis zur Dachkante, da sind jetzt dann doch noch mal ein paar Meter. Da brauchen wir ein bisschen eine größere Leiter und die bringt Marisas Vater mit. Der hat eine 5 Meter, das ist eine kleine Leiter sozusagen. Wir wollen das Ganze dann hier auch noch ein bisschen absichern, damit die Leiter nicht wegrutschen kann. Und dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Die Neigung des Daches hat 8 Grad, somit sollte das auch jetzt nicht allzu gefährlich werden, da oben zu laufen. Nichtsdestotrotz haben wir vor, diejenigen, die da oben sind, auch ein bisschen abzusichern. Also so, dass falls jemand wegrutschen würde oder sowas, dann würde er nicht fallen können, weil von unserem Dach, ich zeige euch das mal, da geht es dann doch ganz schön runter. Also hier, wenn man hier also vorne die Dachkante runterstürzen würde, das wäre schon ein ganz schöner Sturz nach unten. Also das wäre wahrscheinlich ohne Chirurg, ohne Notarzt nicht mehr zu bewältigen. So, jetzt sitze ich also hier auf unserer Terrasse. Es regnet ein bisschen und es ist ziemlich genau eine Woche vergangen, seit ich euch die Bilder gerade eben aufgenommen habe. Die Solaranlage ist jetzt also geputzt und die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, lohnt sich dieser Aufwand? Es ist sicherlich nicht ganz einfach. Wir haben in den letzten Tagen kein einheitlich perfektes Wetter gehabt. Es wäre jetzt natürlich wunderbar gewesen, wenn wir jetzt so durchgehende Sonne oder sowas gehabt hätten. Dann wäre das sicherlich
deutlich einfacher gewesen zu beurteilen. Ich habe mir jetzt exemplarisch 2 Tage herausgesucht. Da habe ich in den Wetterdaten geguckt, wie war das Wetter. War es wirklich durchgehend von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sonnig? Wie waren die Temperaturen in etwa? Also auch da kommt es einigermaßen gut hin. Ich habe mir den 21.05. ausgesucht als Referenzwert vor dem Putzen. Und da hatten wir eine Gesamterzeugung von 53,8 Kilowattstunden. Und dann habe ich mir noch den 30.05. diesen Jahres ausgeguckt, also jetzt dann ein paar Tage nach der Putzaktion. Und da kommen wir dann auf 60,1 Kilowattstunden Gesamterzeugung über den ganzen Tag mit unserer PV-Anlage. Und das ist, wenn man das ausrechnet, ja etwas knapp über 10% mehr, das sind sogar 11% mehr Ertrag. Ob das jetzt wirklich so perfekt stimmt und ob die Daten wirklich perfekt vergleichbar sind, da mögen ein paar Grad Temperaturunterschied, auch Windgeschwindigkeiten und so weiter auch ein bisschen was ausmachen, aber ich denke mal, mehr als 5% mehr Ertrag haben wir durch diese Putzaktion geschaffen. Naja, und wenn man jetzt bedenkt, dass man so alle 5 Jahre mal auf das Dach hoch sollte und das durchführen. Ich meine, ihr habt es gesehen, bei unserem fast schon Flachdach mit 8 Grad Neigung ist das jetzt nicht ganz so wahnsinnig gefährlich. Man muss ein bisschen klettern über diese Solarpaneele. Da haben wir uns beholfen mit so großen Brettern, um die wirklich nur auf die äußeren Schienenteile zu legen, um da bloß nichts kaputt zu machen. Wir haben das Ganze auch ausschließlich nur mit Wasser gewaschen, also nicht mit irgendeiner Seife oder irgendwie sowas. Es gibt, glaube ich, Spezialreiniger für PV-Module. Das haben wir nicht gemacht. Also ja, einfach nur mit einem ganz weichen Fensterputzteil im Prinzip und fließendem Wasser haben wir das gemacht. Beziehungsweise hat es Marisas Vater gemacht. Und wir haben auf jeden Fall mehr als 5% mehr Ertrag, wenn nicht sogar 11% mehr Ertrag. Aber da möchte ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Also jedes Jahr, glaube ich, machen wir die Aktion nicht. Wenn ich es schaffe, meine Höhenangst ein bisschen zu bekämpfen, dann werde ich das auch mal selbst machen können. Also meine Höhenangst ist das größte Problem, die Leiter hochzusteigen, bis aufs Dach hoch vom Carport aus. Das ist nicht ganz so dramatisch. Also das könnte ich versuchen auch zu schaffen, wenn wir dann Marisas Vater mal nicht mehr für sowas bemühen können. Aber der ist Installateur von Beruf und der macht sowas schon öfter. Der kann sowas und 8 Grad Neigung auf dem Dach, das schockiert ihn nicht. Also, ihr seht, ein bisschen verrückte Aktion das Ganze, aber recht einfach zu machen auf unserem Dach. Wenn wir eine Dachausstiegsluke hätten, wäre es noch einfacher. Aber ich denke, das tut es so auch und mit dem Mehrertrag sollte sich das Ganze auch gelohnt haben. Wenn es für euch interessant war, lasst einen Daumen nach oben da, drückt die Abo-Glocke. Wir gehen in den nächsten Tagen auf Tour. Wir werden wieder mal einen Roadtrip machen. Da wird es sicherlich ein Video geben aus Italien, wieder mit dem Tesla unterwegs. Wir werden euch hoffentlich ein paar schöne Bilder einfangen können. Bleibt dabei, drückt den Abo-Knopf und vielleicht sogar die Glocke. Dann verpasst ihr kein Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.